XO, neue Folge. Wir springen direkt ins nächste System, denn hier gibt es nichts mehr für uns zu holen. Das ist ein Korpssystem. Ja, letztes Mal habe ich ja schon jede Menge Crews eingesammelt. Jetzt habe ich aber zu viel Crews, zu wenig Schiffe, zu wenig Wasser und überhaupt zu wenig Waffen. Was ich nicht schön finde. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier so finden. Wir haben neue Orders erhalten. Order. Wir können nicht jeden retten. Das ist auch gar nicht das Ziel der ganzen Sache. Corp Factory Food Ship. Okay, was haben wir hier noch? Rover Fixer. Das ist alles irgendwie... Scheiße, Mann. Haben wir hier auch nochmal irgendwo ein leeres Schiff? Corp Crew. Abandoned Tanker. Okay, Leute. Es ist, wie es ist. Ich muss den Tanker retten. Wo habe ich denn eine Corp Crew? Da habe ich eine Corp Crew. Die sollen mal dahin und dahin umsteigen. Und ihr fliegt mal hier hin und dann reden wir mal mit denen. So, wir teilen uns jetzt mal ein bisschen auf in der Hoffnung, dass das zeitlich klappt. Weil wir haben ja immer nur eine Minute ungefähr oder so oder 30 Sekunden, bis die Harvester kommen. Das geht ja immer relativ schnell. Ich habe keine Waffen, um das Schiff zu verteidigen, was ich da gerade nach hinten losgeschickt habe. Aber im Zweifelsfall springen wir halt einfach raus aus dem System hier. Alle sind auf demselben Kurs. Diese ganze Flotte. Reden wir mal mit denen. Ja? Okay, sie haben ihre ihre Antriebe hochgefahren. Hail the food ship using short-range laser comms, so the rover can't hear. Wir scannen jetzt mal das Nahrungsmittelschiff. Sieht alles okay aus. Oh nein, da ist ein Rover-Shuttle angedockt an ihrer Steuerbord-Luftschleuse. Das kann nicht richtig sein. Ich sehe auch noch was anderes auf den Kameras. Da sind Lichtimpulse, die von einem der Fenster kommen. Vielleicht ist das ein Notsignal. Ich werde es mal übersetzen. Das sagt es. Greift die Rover-Ships an. Wir werden unser Schiff zurückerobern und in einem halben Tag springen. It just repeats. Ja, wir haben aber nicht Waffen, um die anzugreifen. Hm. Das schaffen wir nicht, oder? Wir können doch jetzt nicht unsere... Nee. It's a trap. Nein, da ist irgendwas... Da stimmt irgendwas nicht. Wir lassen die jetzt. Ja, es ist jetzt blöd, aber... Ist egal, so. Jetzt... Gehen wir mal zu dem hier hinten. Der erlebt nämlich jetzt gerade das eigentliche Abenteuer. Dieses Wasserschiff, das ist ein Tanker. Vielleicht haben die Wasser an Bord. Dann können wir unsere Flotte vergrößern. Das ist ein wesentliches, wichtiges Element. Komm, 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 komm. Dockt an, dockt an. Corp Crew rüber. Close. Bam! Tanker erobert. Sie starten die Systeme. They show no signs of jumping away with you. For now at last. Wie, was jetzt? Kommen die jetzt nicht mit, oder was? So, das... Die gehören jetzt zu mir, oder? Increases total fuel... Ach, die Fuel Capacity ist jetzt auf 2. Das ist ein Tanker und kein Wasserschiff, sozusagen. Ah. Okay, wir fliegen ins Empire-Gebiet. In der Hoffnung, dass ich nicht... abgeschossen werde. So, wir haben ein Schiff weniger, genau. Also, ein Schiff ausgetauscht. So. Be advised, new enemy. Ja, ja, ja. Also die Harvester werden mir jetzt näher gebracht. Was ist das denn hier? Ah, ah, ja. Ja, ein Raketenschiff. Ah, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Wo ist meine Empire Crew? Ich tausche das mal gegen das Supply. Oder soll ich das Supply Ship wegschmeißen? Brauche ich eigentlich nicht. Ich habe ja hier noch eine Crew mehr. Das bemannen wir mal. Ich hoffe, das klappt zeitlich. Ihr beide fliegt mal hier zu dem Schiff. Bleibt mal alle schön beieinander. Ich will euch nicht so aufgespalten haben. In so viele verschiedene Formationen. So, dann übernehmen wir nämlich dieses Raketenschiff. Das ist aber, glaube ich, schon beschädigt, soweit ich das verstehe. Es hat nur noch 2 von 5 Leben. Kann das sein? Vor kurzem waren wir noch Feinde.
Jetzt hat sich das alles geändert. Zeigt uns nur, wo wir hinschießen müssen, dann schießen wir. So, das klingt doch nach einer Ansage. Da bin ich dabei. In Harvester-Gebiet fliegen wir schon mal nicht. Da entscheide ich mich bewusst dagegen. Das sind die Bösen. Die Bösen der Bösen der Bösen. Jetzt haben wir zwei bewaffnete Schiffe. Eins mit dem Laser und eins mit Raketen. Damit könnte man vielleicht schon mal tatsächlich einen Kampf wagen. Ich bin mir aber immer noch unsicher, wie stark ich tatsächlich bin. Also ich kann es noch nicht so richtig einschätzen. Die Zivilschiffe sind sehr langsam. Aber das ist nun mal so. So, was haben wir denn hier? Ein Schildschiff. Vielleicht, ja, mitnehmen können wir sie nicht, ne? Aber wir könnten vielleicht mal gucken, dass wir genau das nämlich machen und die Zivilschiffe mal umladen auf meine, auf mein Hauptschiff. Zum Beispiel könnte ja die Rover-Crew noch mit auf mein Mutterschiff kommen oder so. Ich docke jetzt mal hier an. Warte mal, aber was, wie unterscheiden sich denn nochmal die... Wie unterscheiden sich nochmal die beiden Schiffe? Das hier hat 1600 Speed, 250, 70, kann 6 Erz tragen. Und das hier kann nur 4 Erz tragen, ist ansonsten aber genauso scheiße. Na gut, dann lösen wir das kleine auf, weil das hat weniger Erz an Bord. Transfer Crew. So. Und, dann sollten wir auch gleich mal nochmal mit dem Schildschiff reden. Ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht irgendwie an. So. Reden, 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 reden. Bitte. Und nicht schießen. Niemand schießt. Alle halten die Füße still. Haltet die Raketen zusammen. Will you be quite nice? Maybe they want to come with us instead. Okay, also sie wollen Krieg führen. Wollen wir dann mal versuchen, die anzugreifen? Können wir ja mal probieren. Ich meine, es ist ein Schildschiff. Das ist schwer anzugreifen. Wieso, wo fliegst denn du jetzt hin, sag mal? Du Spacko. Du fliegst ja einmal komplett ums Sonnensystem rum, oder was? Okay. Aber es ist ein Schildschiff. Das kann mir ja an sich jetzt erstmal nichts tun. Können wir nochmal mit denen reden, wenn die so runtergeschossen sind? Eigentlich? Weiß ich jetzt nicht. Was, seid ihr bescheuert? You may find a peace trader more receptive. Okay. Ja. Wir haben sie zerstört. Schade. Das ist nur noch ein Stückchen Schrott. Schade, schade, schade. Hätte ja klappen können. Was ist das hier hinten? Ein Peaceliner. Schade, die hätte man ja mal übernehmen können. Aber naja, ist egal. Wir haben weder was gewonnen noch was verloren. So, jetzt müssen wir hier uns aussuchen. Entweder Pakt oder Pakt. Dann nehmen wir doch Pakt. Da kommen nämlich gerade eine ganze Menge fiese, lilane Wichser. Zack. Okay, das hat jetzt nichts gebracht, das Schildschiff abzuschießen, aber zumindest mögen uns jetzt die Typen noch weniger. Wie soll ich alle zivilen Schiffe mitbringen? Wie soll ich das machen, ohne mein eigenes Schiff zu gefährden? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Was ist das denn? Ein Emergency Cache, den sollten wir auf jeden Fall aufmachen. Was ist das? Eine Fregatte. Ja, ich nehme wieder den Cash, dann finde ich nämlich am ehesten vielleicht irgendwie Waffen oder sowas. Ich weiß auch immer noch nicht, wie das mit dem Wasser funktioniert. Also, wünschenswert wäre es ja immer noch, dass wir irgendwie mal erfahren, wie man an mehr Wasser kommt. Hä, kann jetzt mal das Schiff, was dahin soll, da auch hinfliegen, bitte? Dankeschön. Gerne würde ich auch mal eine Raumstation sehen, wo ich mir was kaufen kann irgendwie. Ich habe so viel Erz, aber ich kann damit nichts anfangen. Das ist ein bisschen nervig. Es ist komisch balanced, dass man so gar nicht irgendwie weiß, wo mal irgendwie ein Shop ist, sozusagen. Bei FTL sieht man das ja dann immer auf der Karte ab einem gewissen Punkt. So, was ist da drin? Ein Mining Laser. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Waffen. Nice. So, wir müssen da lang.
Dann fliegen wir doch mal in die Richtung weiter. Wieder zurück zu den Imperialen. Da haben wir ja auch immer noch die Möglichkeit, glaube ich, ein Schiff zu bemannen. Vielleicht können wir ja nochmal irgendwie ein Kampfschiff oder ein Wassertanker oder sowas finden. Ja, also hier wird uns nochmal erklärt, dass wir, wenn wir Schiffe von anderen Rassen benutzen, dann werden die auch von den anderen Rassen so behandelt, wie sie halt zueinander stehen. Also die werden dann nicht so behandelt, als würden sie zu meiner Fraktion gehören, sondern zu halt anderen. Abandoned Reloader. Extract Water on Frozen Rock Inhabitable Worlds. Okay, das finde ich relativ wichtig, dass wir uns das holen. Was ist das? Ein Imperial, ne? Imperial. Abandoned Reloader, Pride of Soul, Imperial Crew, Empire Crew. Haben wir so eine noch? Hier ist noch eine drauf. Aber das ist der Enforcer, den brauchen wir ja noch. Corp Crew, Empire Crew. So, das heißt, du und du, Müllers Crew, ihr fliegt da jetzt zusammen mal hin. Zack. So. Schnell, schnell, schnell. Hopp, hopp, hopp. Hoppy, floppy, toppy. Ihr könnt auch hinterher fliegen, aber ihr folgt halt den anderen. Dadurch ist sozusagen die Geschwindigkeit nicht eure, auf die wir uns verlassen müssen. Ihr könnt hinterherkommen. So, jetzt müssen wir gucken, bis... Du sollst das gar nicht machen mit dem Crew-Dingens. Du sollst das machen. So, Transfer... Nee, nicht Transfer-Crew. Wie kriege ich dich denn jetzt hier wieder weg? So, damit ich hier mal rankomme und dann können wir nämlich die Crew da raufpacken. Die Empire Crew kommt jetzt da drauf. Little while, bla bla bla. So, sieht gut aus. Läuft. Und habe ich jetzt hier an Bord, habe ich noch eine Crew, aber keine Empire Crew mehr. Das heißt, das Schiff müssen wir jetzt zurücklassen, aber ist eigentlich auch egal, weil... Kann ich nicht raufpacken. Was heißt Maroon? Passengers placed here will be left behind. Achso, zurücklassen. Nee, lass mal. Machen wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, springen wir jetzt mit dem ganzen Ding. Was kann denn jetzt Melt Ice? Der meltet jetzt mal Eis, aber heißt das dann, wir können doch nur 6 Wasser dabei haben, oder verstehe ich da jetzt gerade was nicht richtig, oder... Wie lange dauert das denn, bis der mal Eis geschmolzen hat? Nur mal doof gefragt. Fliegt mal da hinterher. Ah, ich würde sagen, wir springen. Das wird mir hier zu heiß, ehrlich gesagt. In Rover-Territorium. Oh, jetzt sind sie schon echt nah dran. Aber die lassen sich ja relativ leicht wegknallen, die Typen. So. Jump. Haben meine bewaffneten Schiffe da so ein bisschen was wegschießen können von den Harvestern? Ich freue mich schon drauf, wenn ich mal stark genug sein sollte, irgendwann die wirklich zu besiegen. For the people of our current mission is compromised until we can find water or dearly food producing ship. I am hopeful for our chances to do so. As long as it lasts, neutral relations hold out with at least some of the factions. So. Er sammelt jetzt... was sammelt er denn jetzt? Also ich hoffe, dass er irgendwie Wasser sammelt, aber ich verstehe noch nicht so richtig sozusagen, wie das funktionieren soll. Was ist das hier? Ein Rover Freighter? Können wir damit was anfangen? Naja, wir können es ja... Wir haben ja eine Rover Crew dabei. Genau, dann nehmen wir die mit. Oder was ist das? Ist das ein Kampfschiff? Ja, die sind schon... Die sind schon... Oh, das hat aber Food, oder? Warte mal. These Rover Food Chips. Oh. Oh, will haben. Mir wurde ja gerade gesagt, ich soll sowas holen irgendwie. Warte mal, ich mach das jetzt mal anders. Ich flieg mit denen hier. Flieg ich dahin, um die Crew abzusetzen. Und mit dem Schiff fliege ich. Ne, die vertragen sich wieder nicht, ne? Scheiße. Korb und die sind ja alle miteinander verfeindet. Das bringt also nichts. Oh Mann, wie ärgerlich. Nee, dann will ich jetzt mal sehen, ob ich die mitnehmen kann.
dann lasse ich das Frachtschiff da hinten zurück. Ich kann nur eine von beiden Sachen machen. Aber was das hier mit dem Wasser bedeuten soll, verstehe ich nicht. One unit required to keep each crew in your fleet alive. Automatically collected. Hm, ich verstehe es einfach nicht, wie man hier mehr Wasser kriegt. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich würde es gern verstehen. The food producing croft returns your hail. Geschwister, Dinge sind schlecht. Unser Job ist, Snacks herzustellen. Jetzt werden wir vielleicht ein Snack. Explain the tactical in detail and offer to put them under your protection. Können wir mal machen, oder? Wir verstehen es nicht. Wir verstehen es einfach nicht, sagen sie. Sie sind einfach zu dumm. Okay. Ja, sie sind weg. Und wir haben nicht das Frachtschiff nehmen können. Ach, wie ärgerlich. Gut, dann fliegen wir jetzt nochmal. Irgendwie müssen wir das mit dem Wasser doch mal hinkriegen. Also, keine Ahnung, wie das gehen soll. Muss man da dann immer irgendwie ein Wassertransportschiff finden oder so? Aber sonst habe ich noch nicht einmal gesehen. Da ist eine Raumstation. Okay, also wir sollen immer ein Schiff scouten schicken. Finde ich aber relativ riskant. Ja. Also es wird uns das erklärt, dass man Scouts vorweg schicken kann. Eines seiner Schiffe kann man sozusagen nach vorne schicken. Und Scout-Schiffe verbrauchen auch kein Wasser, während sie weg sind. Das ist natürlich grundsätzlich eine ganz coole Information, weil man dadurch ein Schiff mehr mitnehmen könnte. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal mit beschäftigen. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Empire Executioner, einen relativ starken, und Paktfregatten dabei. Also das Empire und Pakt sind auch hier verbündet. Ist ja ganz cool, dass das dann reagiert sozusagen da drauf. Enforcer. Na gut, aber mit denen allen brauchen wir jetzt eigentlich nicht viel interagieren. Solange die kein Wasser haben, hilft mir das nicht. Das ist eine Raumstation. Dann würde ich gerne mal mit denen reden. Das ist die erste Raumstation, auf die wir treffen. Nach der allerersten halt. Wobei wir ja jetzt auch mal hier irgendwie einen von unseren Empire-Kollegen schicken können. Die sind ja verbündet. Wir können ja mal das Kanonenboot hier schicken mit den Raketen. Die sollen dann mal mit denen reden. Ob die vielleicht mitkommen wollen und zufällig genug Wasser dabei haben, um zu überleben. Da sind Menschen, die könnten wir evakuieren. Ah, wir haben aber kein Wasser. Das ist sehr, sehr schlecht. Transfer Crew. Können wir nicht wirklich, ne? Wir haben nicht genug Wasser. Könnte höchstens mal ein Schiff vorschicken. Ja, wir haben auch gar keinen Platz. Ja, wenn ich jetzt irgendwen zurücklasse, dann ist das scheiße. Andererseits die Irenic, die hassen mich eh schon. Wenn ich die auch hier lasse. Die wollen ja eh nicht hier sein. Okay. Also die fanden das gar nicht geil, da zurückgelassen zu werden. Aber naja. Mein Gott. Shit happens. Ja, man muss schwere Entscheidungen treffen in so einer Situation. Okay, der Arbiter, also das Empire-Schiff antwortet, nicht die Paktschiffe, die dabei sind. Okay. Die, das Empire-Schiff bringt das Paktschiff weg. Demand, Crime, was haben die denn gemacht? Okay, also wir erklären, dass wir zum Befehlshaber der gesamten Paktflotte ernannt wurden, und der dementsprechend überrascht wirkt der Empire-Kapitän. So, aha, das ist euer Schiff jetzt sozusagen. Ich erkenne ihre Autorität nicht an. Sie haben mit den Harvestern zusammengearbeitet.
das beweist, dass der Pakt hinter dem schändlichen Angriffen der Harvester steckt. Oder zumindest mit ihnen zusammenarbeitet. Oh Gott, sie greifen uns an. Wir müssen abhauen. Leute, weg. Weg hier, weg hier, weg hier. Schnell. Die schießen auf uns. Nein! Die haben unser Schiff zerstört. Shit. Oh nein, wir haben ein Schiff verloren. Jetzt ist wieder nur noch unser Mutterschiff bewaffnet. Also kann's laufen. Shit. Die Hauptflotte wurde zerstört. Ja, soweit waren wir schon mal von der Story her sozusagen. Das habe ich auch schon mal gelesen. Wir müssen zum Rendezvous-Punkt. So, jetzt gucken wir mal kurz, was es hier gibt. Ein Corp-Cargo-Raumschiff und ein Corp-Capital-Ship. Könnt ihr mal mit denen hier reden? Vielleicht wollen die uns ja irgendwie helfen. Was das mit diesem Wassergesammel bringt, auch nicht verstanden bisher. Irgendwas macht er, aber was genau er tut... Wie viel wollt ihr? Keine Ahnung. Es sind was heißt das nochmal? Die Maut. Die Bemauteten. The Told. Was ist die Maut, um hier durchzufliegen? Ask for all they can spare and hope they will join or at least help you. Ask a few questions. Oder 8 Ohr, aber die können wir eh nicht transportieren. Wir nehmen euch gerne mit. Ja, dann kommen wir mit. Ist immer noch besser als hier mit Anarchie und so und dem ganzen Scheiß. Na, ist doch in Ordnung. Haben wir wieder einen gewonnen. Dann sind die ja jetzt auch freundlicher gestimmt. Die waren nämlich eben noch rot. Jetzt sind sie... weg. Eben waren sie noch rot, jetzt sind sie weg. Wisst ihr, wer auch weg ist? Ich. Wir machen eine kleine Pause. In der nächsten Folge geht's hoffentlich mit dieser Partie weiter. Und jetzt bin ich ungefähr so weit, wie ich bisher noch nicht war. Das heißt, ab jetzt sehe ich vielleicht auch neue Dinge von der Story. So rudimentär sie bisher auch ist. Ja, aber immerhin, ich habe ein bewaffnetes Schiff, ich habe einen Treibstofftanker, jetzt brauche ich nur noch mehr Wasser und Nahrung, dann geht's mir super. Und mehr Waffen. Waffen gehen immer. Gut, Leute, gute Nacht, gute Schlacht, bis zum nächsten Mal. Ciao.